Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf der Aktionär TV. Wir werden heute einen kleinen Jahresrückblick machen und auch einen Jahresausblick mit Blick auf den Dow Jones und auf den deutschen Leitindex. Als Experten dazu haben wir Jörg Scherer von der HSBC gewonnen. Er ist der Leiter der technischen Analyse und beglückt die Anleger auch mit seinem Newsletter Daily Trading. Heute aber uns mit seiner Einschätzung zum DAX und Dow. Herr Scherer, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir wollen ja über den Dow Jones sprechen, hat zum Jahresende noch mal ordentlich zugelegt, seit Jahresbeginn aber nur ein Plus von knapp 10%. Wie war denn das Jahr für den Dow Jones? Ja, es war gar nicht so einfach für den Dow Jones. Wenn man heute auf die Indexstände schaut, ja, Nasdaq deutlich über 40% im Plus, der S&P noch 20%, auch unser heimischer Leitindex, kommen wir ja später noch zu, 20% im Plus. Da hat es der Kollege Dow Jones hier schon ein bisschen schwerer gehabt mit nur knapp 10%. Und vor allen Dingen, da war die Bilderbuch-Performance im November tatsächlich nötig, um überhaupt ins positive Performance-Terrain vorzustoßen. Ja, also blieb auf jeden Fall etwas zurück, vor allem hinter dem US-Tech-Werte-Index Nasdaq. Ja. Aber wir sprechen, wie gesagt, jetzt über den US-Leitindex. Und da ist die Frage, welche Rolle spielt denn die Saisonalität im Dow Jones zum Jahreswechsel? Ja. Starten wir noch ein bisschen vielleicht hier mit dem Blick in die oder der Erklärung der Grafik. Ja, ich habe hier für den Dow Jones mal die Historie bemüht, seit dem Jahr 1915. Wie viel positive Handelstage pro Jahr bringt der Dow Jones hervor und was können wir im Durchschnitt an Rendite erwarten? Also vielleicht für Anlegerinnen und Anleger schon mal ganz wichtig, 6% macht der Dow Jones über die letzten gut 100 Jahre im Durchschnitt und er produziert im Durchschnitt auch 133 positive Handelstage. Und das Jahr 2023, das liegt hier, 128 Tage mit Kursgewinnen, also ziemlich im Durchschnitt. Mhm. Ja, ein Non-Event ist man fast geneigt zu sagen. Und was die Performance, die Wertentwicklung betrifft, wie gesagt, der November war bitter nötig. Wir lagen hier unten, ja, und haben dank der Bilderbuch-Performance im November ein Stück weit aufholen können, damit es zumindest ein normales Aktienjahr wird. Mhm. Ja, wir sind weit davon entfernt, hier oben in dem Bereich zu sein, wo wir überdurchschnittliche Anzahl positiver Handelstage haben und eine überdurchschnittliche Wertentwicklung. Beides gehört immer zusammen für mich. Und viele positive Handelstage heißt auch, es war ein stressfreies Jahr für Investoren. Ja, das Risiko war limitiert. Ja, ich musste wenig psychologischen Druck aushalten. Ja, es geht uns besser, wenn die grünen Tage dominieren und weniger die roten. Und das werden wir vermutlich nicht mehr schaffen, dass der Dow Jones hier oben in diesen grün unterlegten Quadranten vorstoßen wird. Mhm. Warum ist es denn so, dass der Dow Jones, also zwar viele positive Handelstage hatte, es aber zu Beginn des Jahres und auch zur Mitte etwas ruhiger war und dann dieser Anlauf zum Jahresende? Ja. Also Saisonalität, ja, da kommen wir jetzt im nächsten Schritt ja zu, ist ein ganz wesentlicher Erklärungsansatz. Ja, die Performance des Jahres 2023, sie speist sich ja auch aus einem sehr guten Jahresauftakt. In der Mitte war nicht so viel zu holen. Ja, und jetzt diesem starken Schlussspurt auf den letzten Metern des Jahres. Und das ist vielleicht die Steilvorlage für das, was man saisonal im neuen Jahr erwarten kann. Ich habe hier mitgebracht den Dekadenzyklus. Also 2024, ein sogenanntes Viererjahr. Und diese Grafik zeigt, wie der Dow Jones sich typischerweise in Viererjahren entwickelt. Also ich habe den Durchschnitt gebildet über 1904, 1914, 1924 bis 2014. Und dann sieht man, dass der Jahresauftakt eher schwierig ist, eher holprig, ja, das ist ein volatiler Sägezahnmarkt. Da haben vielleicht Trader und Traderinnen Spaß dran, aber für Investoren ist die Gefahr, dass man hier was verpasst, möglicherweise eher limitiert. Die Musik, die spielt dagegen, anders als in 2023, eher in der zweiten Jahreshälfte. Mhm. Ja.
Wie geht es denn für den Dow Jones weiter mit Blick auf die Saisonalität? Wir sind ja gerade in einem Vorwahljahr und dann nächstes Jahr im Wahljahr gemäß des US-Präsidentschaftszyklus. Genau, das sind die beiden Zyklen, die wir immer gerne gemeinschaftlich betrachten, sind auch die beiden wichtigsten Zyklen, die es gibt. Also Dekadenzyklus auf der einen Seite und Präsidentschaftszyklus auf der anderen Seite. Und man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass die Grafiken deckungsgleich sind. Also wir haben eine große, sieht relativ gleich aus. Ja, auch der Dekadenzyklus, also der typische Verlauf aller Wahljahre seit 1900, sieht vor, dass wir zu Jahresbeginn volatil und seitwärts einen wichtigen Tiefpunkt per Mai und dann zweite Jahreshälfte tendenziell besser. Ich bin auch geneigt zu sagen, die klassische Wahlrallye, die hier einsetzt. Und an der Stelle sollten Anlegerinnen und Anleger immer recht hellhörig werden, wenn beide Zyklen gewissermaßen Hand in Hand gehen. Ja, und das ist in 2024 eine absolute Steilvorlage. Ja, die Grafiken haben wir schon herausgearbeitet, sehen recht deckungsgleich aus. Es gibt also eine saisonale Schnittmenge zwischen Dekaden- und Präsidentschaftszyklus. Also tendenziell spielt die Musik möglicherweise im kommenden Jahr eher in der zweiten Jahreshälfte. Und ein besonderes Bonbon vielleicht noch. Normalerweise sind wir geneigt zu sagen, das dritte Quartal, das klassische Sommerloch, die Sommerflaute. Also wo man auch mal ein Stück zurücktreten kann von der Börse und sich eine Abstinenz gönnen kann. In diesem Jahr sieht das dritte Quartal sehr gut aus. Also in 2024, wir sind schon der Zeit voraus. Ja. Möglicherweise die saisonale Anomalie, dass das dritte Quartal besonders gut, besonders stark ausfallen könnte. Also schon mal dick und fett im Rot im Kalender markieren. Keine Zeit für eine Abstinenz in den heißen Sommermonaten. Herr Scherer, und wir sind gerade bei Ihnen zu Hause in der technischen Analyse, erhalten viele Einblicke. Und ich habe das jetzt so verstanden als Prognose für den Dow Jones in 2024. Wie genau haben Sie diese denn aufgestellt? Also immer die Wahljahre übereinander gelegt, über welchen Zeitraum? Und dann hat sich der Dow Jones so entwickelt und das darf man jetzt für 2024 auch erwarten? Genau, das ist hier ein saisonaler Verlauf, die gemittelte Entwicklung des Dow Jones in allen Wahljahren. Das erste Jahr, das einfließt, das hatte ich gesagt, ist das Jahr 1900 und dann alle vier Jahre, in denen, wie gesagt, ein US-Präsident neu gewählt wurde. Und darüber bilden wir den Durchschnittsverlauf. Für mich als technischen Analysten liefert das immer wertvolle Anhaltspunkte, wo möglicherweise die Wendepunkte liegen. Ja, Stichwort Tiefpunkt im Mai könnte so ein Punkt sein, den man aus diesen saisonalen Grafiken mitnimmt. Und dann die Phasen herauszuarbeiten, wo wir eher saisonalen Rückenwind haben oder wo der Wind auch mal von vorne kommt. Stichwort erste Jahreshälfte eher schwieriger, zweite Jahreshälfte tendenziell besser. Also Sell in May ist nicht in 2024. Das könnte zum Beispiel ein sinnvoller Rückschluss aus diesen saisonalen Verlaufsgrafiken sein, genau. Und das ist ja jetzt die technische Analyse. Fundamental spielt da die Präsidentschaftswahl nochmal eine Rolle. Also könnte es dann vielleicht gar nicht so laufen, wie Sie die Annahme getroffen haben für 2024, je nachdem, wer gewählt wird? Also ich glaube, in diesen Grafiken kann man auch fundamentale Aspekte sehr gut oder die Grafiken kann man mit fundamentalen Aspekten sehr, sehr gut erklären. Ja, der Amtsinhaber oder zumindest die etablierte Partei, die den Präsidenten stellen darf, möchte im Amt bleiben. Also die politische Macht soll nach Möglichkeit erhalten bleiben. Und dann gibt es vielleicht auch mal das ein oder andere Wahlgeschenk an der Stelle. Und das ist ein Erklärungsansatz möglicherweise für dieses Verlaufsmuster, wie wir es hier mit der Durchschnittsbildung und mit dem saisonalen Verlauf herausgearbeitet haben. Herr Scherer, vielen Dank. Dann machen wir jetzt weiter mit dem DAX, also vom Dow Jones zum deutschen Leitindex, zum deutschen Aktienmarkt. Und der ist ja in diesem Jahr richtig stark gelaufen, kann man sagen. Plus 20%, das ist schon sehr viel für den DAX, oder? In einem Jahr?
Das ist ein kräftiger Schluck aus der Pulle, keine Frage. Ja, das ist weit überdurchschnittlich, wenn man klassischerweise so 7-8% als Kursertrag für das Gesamtjahr unterstellt. Dann sind 20 natürlich schon mal eine Hausnummer. Aber man muss natürlich auch sagen, und zur Wahrheit gehört eben auch, dass diese plus 20 regelmäßig dadurch zustande kommen, dass wir so Jahre haben wie das vergangene Jahr. Ja, mit Kursverlusten ist uns ja auch noch gut in Erinnerung. Und dann haben wir plus 20 und gemittelt im Durchschnitt ergibt das dann die 7-8%, die man klassischerweise lehrbuchmäßig gerne so unterstellt. Wie optimistisch sind Sie denn aus technischer Sicht für das kommende Jahr? Zieht man da den Bullover an? Ja, ich glaube, wir haben schon einen kräftigen Schluck auch aus der Pulle genommen jetzt die letzten Wochen. Wir sind 2000 Punkte gelaufen seit Ende Oktober. Das ist alles andere als alltäglich. Aber charttechnisch ist der Aufwärtstrend absolut intakt. Wir haben zuletzt fast täglich neue Rekordstände, neue Allzeithochs verbuchen können, oberhalb von 16.800 Punkten. Das ist jetzt keine Ausgangslage, wo Sie den Techniker hier besonders skeptisch vortreffen und antreffen. Aber wenn ich es übereinander lege, die saisonalen Charts, kurzfristig heiß gelaufene Indikatorenkonstellation, vielleicht zu schnell, zu stark gestiegen, dann könnte das schon wieder ganz gut passen mit so einem relativ verhaltenen Jahresauftakt 2024 und einer besseren zweiten Jahreshälfte, wie wir es jetzt schon häufig angedeutet haben. Herr Scherer, dann sind wir mal gespannt. Also Anfang des Jahres spielt die Musik vielleicht noch nicht so laut, aber dafür dann vielleicht ab Mai. Und wer weiß, dann schauen wir auch mal, wie die Notenbanken entscheiden, ob dann wirklich die heiß ersehnten Zinssenkungen ab März in den USA kommen. Und von der Europäischen Zentralbank erfahren wir dann ja auch noch mehr. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen lieben Dank für Ihr Interesse an dem Interview mit Jörg Scherer von der HSBC. Wir sind heute in die Welt der Charttechnik eingetaucht und haben für Sie einen Ausblick auf das Jahr 2024 geworfen mit dem Fokus auf den Dow Jones und den DAX. Ich hoffe, Sie konnten einiges für sich mitnehmen. Ganz viel Spaß und Erfolg beim Investieren. Machen Sie es gut!